Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. So, ich muss zugeben, ich hatte schon ein bisschen jetzt aufgenommen, aber leider hat es nicht so geklappt, wie ich wollte. Darum muss ich ein bisschen was neu machen. Naja, aber den habe ich jetzt schon auseinandergenommen quasi. Der hat leider nicht mehr genug Geld, damit ich ihn, naja, mit ihm spielen kann. Darum, aber wir haben hier was Neues gefunden, schaut mal. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Okay. So. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Der antwortet wie ich. Hier in der Gegend? Odo. Der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Okay. So, gegen ihn haben wir ja schon gewonnen. Jetzt gibt es eine neue Quest. Ah, das ist sehr schön. Dass wir noch Odo und so besiegen müssen. Bevor ich das kann, muss ich dem Geistlichen scheinbar noch die Aufgaben da erfüllen vom Geistlichen. Darum lassen wir das jetzt. Ja, sie sagt immer noch das schöne Wort. Okay, das ist jetzt der Kampf, den ich machen wollte. 25 Orens. Jo, und der ist nicht so spektakulär, wie ich dachte, aber na gut. Wir werden ihn jetzt ordentlich gelbe Socke zeigt Charakteren, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen, Block jeden Angriff durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Also eigentlich nicht schwer. Okay. Keine Herausforderung. So. Ja, hier und nochmal. Ja, los, wir schlagen ihn K.O. Habe ich jetzt. Aha. Du hast keine Chance, Alter. Aua. Okay, jetzt hier, Kassier. Ja, ein ziemlich unspektakulärer Kampf. Aua, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Ah, okay. Zack, jetzt hier. Oh, richtig Combo-Man. Yeah, und K.O. ist er. Da habe ich mir ordentlich 25 Euro verdient, oder? Ah, da. Ihr habt gewonnen. Danke. Wo ist meine Belohnung? Oh. Wählt. 2 Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu? Ein Ring oder Bargeld? Was nehmen wir dafür? Ich nehme den Ring. Den Ring. Hat mir eh nie gefallen. Ja, danke. Und ich krieg mein Geld dazu. Ach so, mein Ring. Wo ist jetzt der Ring, den ich bekommen habe? Ich sehe den nirgendwo. Haftbefehl, ja? Also, wo ist jetzt dieser verdammte Ring, den ich bekommen haben sollte? Schalldings, da wird voll der Zutat. Ich habe keine Ahnung. Wartet mal, wo ist der Ring? Den mir der Fettwanz geben wollte. Wir kämpfen nicht, ihr mogelt. Hä? Was war das? Und warum ist der Ring nicht in meinem Inventar, frage ich mich. Habt ihr noch nirgendwo drinne? Also, ganz seltsam das Ganze. Ist das ein Bug vielleicht? Das ist doch Inventar, egal. Ja, ich möchte kämpfen. Aha. Ohne Fleiß kein Also für mehr Geld machen die das scheinbar nicht. Hab da versucht für Geld die K.O. zu hauen. Ja, mach doch. Oh, daneben. Oh mein Gott, ist das schwach. Ah, oh, da. Und wieder nicht hier. Ja, nicht getroffen. Aua, darf ich auch mal jetzt zuhauen? Los. Der macht nicht mehr, was ich will. So, komm doch her. Schlag mich, ihr Memme. Ja, hier. So, jetzt gibt's wieder Endkombo. Zack, ja Mann, verhauen wir ihn richtig. Ich habe noch jemanden geschlagen. Da freut sich da Garrett. Schaut, wie er da rummantiert.
wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Danke. Sonst kämpfen wir ja nicht, nur für ganz wenig Geld. Wollt ihr Ja, ich will verlieren, aber... Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Oh ja. Wir werden sehen. So viel Spaß. Oh, ja, hier. Ich poliere euch die Fresse. Tut mir leid, da musst du aber hier besser werden. Einfach immer hier. Aua. Hör auf. Hey. Ja, egal. Da. Okay, das hat nicht gesessen. Das vielleicht. Das nicht. Okay. Auch nicht. Nee. Okay. Zack und Chaosa wieder. Der nächste Macker. Oh, den wir ordentlich eine reingehauen haben. Schön, Garrett, ja, wie er da jubelt. Oh, das machst du sehr schön. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Ja, danke, danke. Die haben wir alle schon besiegt. Wer will einer aufs Maul? Ich? Wer will einer aufs Maul? Er nicht. Keine Herausforderer? Ja, will ich. Immer um den Mindestdings, weil mehr machen die nicht. Ich trete. Wir werden. Ja, ja, der hat dieselbe Stimme auch noch. Oh. Der scheint aber deutlich stärker zu sein. Hey, ich hab abgewehrt. So, ja, hier. Zack, ich bin einfach sehr gut im Faustkampf. Nicht so wie du. Aua. Trifft mich zwar, aber macht kaum Schaden, wenn ich abwehr. So, anders wie er hier. Er kriegt immer viel Schaden. Okay. Los. Ah. Zack. Ja. Und zack. Jetzt ist er K.O. Oh, ja. Richtig klasse. Ja, Mann. Wow, dem hat das gegeben. Ist das so jemand da? Ich sehe euch ja alle. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Gerne. Keine Herausforderung. Ich will aufs Maul. Ich juckt es, jemanden zu schlagen. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Au, das reicht. Aber die wollen nicht, schaut. Keine Herausforderung. Dabei gibt es noch extra eine Quest für Faustkämpfe. Sieg über Fettfried. Ja, kann man nicht anzeigen lassen, okay. Würfelpoker kann ich auch nicht anzeigen lassen, okay. Sonst kann ich alles an der Quest verfolgen lassen. Das ist sehr schön. So, unser nächstes Ziel ist... Wartet. Der Typ ist leider nicht hier gerade scheinbar. Hier gab es irgendwie noch jemanden. Aber die schauen, hier kommen ja alle per Random scheinbar, das ist ein Spieler. Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko. Ja, ich bin immer bereit. Spielen wir Poker. Wir können auch gegen den also spielen. Das ist ja geil. Wer auch immer das ist. Oder ist er der Person, die ich gesucht habe, vielleicht sogar? Da, wir haben ein Pärchen Sechser. Okay. Oh, der hat ganz andere Würfel. Der Gegner hat sogar gleich zwei Paare, aber die kann ich locker besiegen. Ich brauche nur eine 5. Oder noch eine 6. Wir nehmen diese zwei Würfel. Und würfeln mal und schauen, was dabei rauskommt. Eine 5. Ja, das hat sich gelohnt. Noch eine 6 und ich hätte sicheren Sieg gehabt. Das muss er hier alles geben, dieser Typ. Ihr habt gewonnen. Ja, das ist geil, oder? Wir sind eben richtige, ja, Würfler. 2-2, habe ich so richtig gesehen? Nur 2, das ist schlecht. Na, nichts. Im Moment gehen dann auch ein paar. 3. Das ist noch besiegbar. Wir lassen die 6 mal im Inventar und würfeln vielleicht eine. Oder was Schöneres. Nein, gar nichts. Okay, dann haben wir wohl verloren. Mistkerl. Hat er ja nochmal Glück gehabt hier. Ja, 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 noch haben wir hier. Nicht endgültig verloren. Das ist die letzte Runde. Da müssen wir ordentlich gewinnen. Toll, 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben beide das gleiche Paar. Entweder ich löse mein Paar auf und hoffe auf eine bestimmte Zahl, oder wir würfeln nochmal diese ganzen Zahlen hier aus.
Und schauen mal, was wir mit 3 Würfeln so würfeln. Na, eine 3 noch. Das ist ein Drilling. Na, Guder, was hast du vor? Und der hat tatsächlich, habt ihr das gesehen? Du hast doch gemogelt. Ich mag. Ja, hier. Werde ich ihn nochmal besiegen. Ich werde dich richtig fertig machen jetzt. Gibt's ja gar nicht. Du mieser Betrüger. Anders kann mir ein Sieg gegen mich nicht erklären. Denn ich bin der Vollpro. Da passen wir lieber. Zumal leider, aber das war ja heftig. Das gibt's nicht. Der würfelt extrem gut. Was für ein mieser Lacker. Ja, schaut, 2 Fünfen haben wir meinen. 4 Fünfen. Fick dich so dermaßen. Das ist... Oh, tut mir leid, ich wollte dieses Wort nicht so oft verwenden. Aber wenn er mich hier so oft besiegt, das ist doch... Das ist das letzte Mal. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist das eben so. Mach ich vielleicht ein andermal. Oh, jetzt haben wir natürlich gleich mal eine gute Sache gewürfelt. Und die liegen irgendwie aufeinander. Ein paar. Locker. Mach was dagegen, Mister. Okay, wir werden diese Zahl zu einer 6 oder einer 3 würfeln. Dann ist das sichere Sache. Und eine 6. Oh. Ja, da kannst du lieber aufgeben. Da brauchst du schon extrem viel. Schaffst du nicht. Tut mir leid für dich. Okay. Nochmal. Ich würde sie am liebsten so lassen, aber geht ja nicht. Neue Runde und so. Was haben wir diesmal? 1, 1, 2, 3. Sonst nichts, also. Ja, natürlich wieder 3 gleiche. Schauen wir mal. Gegen 0. Ja, da akzeptiert. 3 gleiche, ja. Aber nur 4. Dann muss ich hoffen, dass ich sehr viele 6 würfel. Weil so geht das sonst nicht. Und natürlich nicht. Schade. Dann nicht. Ja, ja, ja. Hä, hat er nicht 4 4? Okay, Ausgleich geschaffen. Ah, dieser Typ. Der würfelt extrem zu gut, meiner Meinung nach. Habe ich tatsächlich 2 3 und 2 Einsen. Er ist schon wieder ein Drilling. Das ist unglaublich. Ja, hier schaffe ich locker. Wir machen jetzt eine 1 oder eine 3 brauche ich. Schaffe ich. 1 oder 3 mit einem Würfel. Wieso nicht? 2! Willst du ein bisschen verkackeiern? Oh, come on. Ihr habt verloren. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich verliere mein ganzes Geld. Wer ist es eigentlich? Ich sollte vielleicht mal den Namen dieses Spielers merken. Krasser Typ hier. Der zieht mich ja extrem ab, auseinander. Der ist bestimmt ein Betrüger. Und den muss man entlarven. Das kann ja nicht sein, dass er... Schau, schon wieder 3 gleiche. Das ist unglaublich. Ja, okay. Ich wäre schon mal, ob ich hier nicht auch 4 gleiche Einsen bekomme. Dann würde ich das hier wieder... Schade. Nur ein Drilling. Ne, einen höheren Drilling. Oh, Leute, ich weiß, was ihr denkt. Wieso spielt dieser Typ so oft? Und wieso verliert er immer? Ich weiß es nicht. Ich werde... Das ist die letzte Runde, ich schwör's. Ja, 2 Vieren. 1, 2, 3, 4. Bla bla. Wieder er. 4 und 5. Das schaffe ich. 4 und 5. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen nur eine 5. Dann haben wir gewonnen. Nur eine 5. Das schaffen wir doch. Seht ihr? Wir haben eine 5 bekommen. Und was will er jetzt haben? Nee, oder? Das ist unglaublich, ja, du bist der beste Spieler der Welt. Jetzt haben wir das auch geklärt. Seine Mistkröte. Ich werde mal kurz rein und raus gehen, manchmal verändert sich ja dadurch was. Da hoffe ich zumindest drauf. Oder der Typ kommt einfach zu einer späteren Zeit. Es gibt ja bestimmte Tageszeiten, wo manche Leute ja schon mal reinkommen. Weil ich weiß, dass hier irgendwann einer kommt. Das ist ein Geiger. Schauen wir mal, ob die hier jetzt... Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Okay, die bin ich interessiert. Weil der ist schwach und so, ja. Okay, Leute, wir müssen hier zu einem späteren Zeitpunkt kommen.
Der hatte nämlich eine extrem interessante Quest eigentlich. Ah, tut mir leid. Gehen wir mal aufs Journal. Und schauen, was wir sonst noch. Berengars Geheimnis. Achso, der ertrunkenen Vertrag. Da ja, weiß ich, wo die gibt. Der Ghoul-Vertrag, das weiß ich auch nicht. Wo es die gibt. Was ist das? Achso, die Spur des Salamandra. Ja, Würfelspiel. Faustkampfgeheimnisse gesucht. Ja, okay. Wir möchten mal schauen, wo das ist. Im Schrein. Da habe ich doch schon mal jemanden getötet. Aber okay, wir gehen da kurz mal hin. Damit ich nicht nur irgendwelche Spiele gezockt habe. Sondern damit wir auch mal vielleicht was anderes erlebt haben. So, das hoffe ich zumindest, dass wir dann da was Schönes erleben. Und dass wir dann in dieser Folge was anderes erlebt haben, als in der Aufnahme, die ich schon mal gemacht habe. Und dann, naja, die verkackt wurde. Aber das sehen wir ja dann. Oh Mensch, es donnert und regnet und... Ja, das Wetter ändert sich immer per Random. Das war nicht beim letzten Mal nicht so. Hier scheinbar ist das. Hier bei der Kapelle oder was? Ich habe dir ja, versprochen, dies in der Nacht. Hier wird es mir angezeigt, aber hier ist ja nichts außer so eine Kapelle. Dann würde ich mal sagen. Ach so, das ist das mit den fünf Dingern, toll. Dann habe ich keine Quest, die ich gerade machen kann, außer wir gehen in die Dunkelheit. Nun gut, ich würde sagen, dann gehen wir doch ein bisschen zum Feuer. Ja, wir machen ein Feuerchen an und überbrücken etwas die Zeit. Denn irgendwie ist das sehr nervig, wenn man... Achso, ich habe nichts im Inventar, oder? Ne, den habe ich ja weggemacht. Nun gut, wir können ja auch ein Zimmer mieten oder so. Vielleicht ist das ja besser dann. Schönes Zimmerchen mieten. Oh ja, beim Schankwirt, bei dem guten Schankwirt, Mr. Olaf. Das ist doch genau, was ich brauche jetzt. Oder Sex mit dir. Aber egal, lassen wir das. Jedermann braucht ab und zu mal ein Nimmerchen, ja. Was kann ich... Ich hab den Zimmer. Ja, für euch 5 Orons. Okay, das ist ein cooles Zimmer. Meditieren, ja. Wie viel, was haben wir denn? Morgengrauen? 9.30 Uhr, okay. Ich würde sagen, so lange meditieren wir. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas herstellen können. Aber überall fehlt mir irgendwas. Das ist sehr nervig. Was hier hält? Habe ich, ich hab da 6 Fähigkeiten, die ich noch verteilen kann. Kann ich hier auf Alchemie auch gehen? Varamum, Schmips, Raufhandel. Was heißt das? Achso, ja, brauche ich nicht. Die sind alle im Moment schwach. Das braucht zum Beispiel Silbertalente. Ich habe aber nur Bronze. Heißt, ich kann mich nur hier verbessern. Was sehr schade ist. Weil hier hat es Überlebensinstinkt, Niederschlagen, Inbrunst. Schwips. Was heißt Schwips eigentlich? Ach so, wirkt nur, wenn Alkohol, wenn er getrunken hat, also. Na gut, lassen wir das. Und wir erhöhen automatisch mal vielleicht unsere Ausdauer. Ach so, das kann ich ja hier immer ändern. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Dauer eines Alkoholrausches. Aha. Okay, was ist das? Und ab 3 ist immer Silber, oder? Ja, okay. Dann haben wir hier, gerade 2 pro Tag Energie aus Orden der Macht zu ziehen. Warte, Stärke war, was ich hier vorhin hatte, oder? Mit dem Varamum und Dings. Was gibt's denn in Gewandtheit? Haut abziehen und das ist Raubtier, erfordert. Und wird nur von Mitternacht bis zur Dämmerung aktiv. Angriff und Ausweichen plus 50%. Toll. Da haben wir Gewandtheit, das gibt Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Das ist sehr gut. Nehmen wir den da. Kann ich da jetzt hier reinwechseln? Habe doch 6... Ja? Kann ich hier nicht was reinsetzen?
Scheinbar nicht. Ach so, das habe ich noch nicht gehabt, deswegen. So, dann machen wir jetzt Pfeile ablenken. Parieren plus 10% ist auch nicht schlecht. Schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei, brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Das mag ich nicht. Okay, dann haben wir das auch alles erhöht. Ja, das hatten wir, brauche ich nicht. Intelligenz, was haben wir hier? Ermöglicht gerade Tränke herzustellen, okay. Das will ich nicht. Zeichenbasis in Synthet, ermöglicht gerade Kräuter zu identifizieren, ja, und perfekt. Aha, das hätte ich auch noch gern, aber da fehlt es uns an Zeugs. Ja, das machen wir jetzt. Finde, das ist sehr gut. Was haben wir hier noch? Tagebuch. Und starten der Meditation. Bis zum Mittag habe ich jetzt verschlossen, genau. Und dann schauen wir mal, wer sich alles rumtreibt. Jetzt haben wir den guten Geralt ein bisschen verbessert. Und hier hat sich das Kalkstein, ja. Mit dem kann man zwar auch reden. Da, schaut mal. Mit dem wollte ich, glaube ich, reden. Endlich ja, da gibt es die Quest für die nächste Folge. Leuwarden, Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Ja? Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Okay. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Klar, auf jeden Fall. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Oh ja. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Okay, danke. Jetzt haben wir eine neue Quest. Sehr schön. Hat sich ja gelohnt, würde ich sagen. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze, sagte er, der schwächlichste von allen. Okay, Fettfried haben wir auch besiegt. Hier, Forstkämpfer, ja. Na gut, Fettfried ist nebenbei ein sehr schöner Name. Da werde ich ja ganz rallig. So, was wir noch machen sollten, ist, ja. Was? Hier. Ich habe gelernt, dass man das eine oder andere vielleicht auch brauchen könnte. Zum Beispiel Trank für Vitalität. Schneesturm lassen wir erstmal. Braucht ich das nicht für eine Quest? Ich glaube schon, oder? Und vielleicht ab und zu mal so Speisen, falls wir was Gefährliches machen. Was tatsächlich passieren wird. Denn die eine Quest, die ich mache, ist tödlich. Sehr tödlich. Und hier ein bisschen Feuerstein. Flints. Achso, ich habe schon 10 Feuersteine dabei. Dann braucht das natürlich nicht. Außerdem kann man auch Früchte und so weiter Nahrung verschenken. Das ist sehr schön. Und die alte Frau, ich habe mal eine alte Frau kennengelernt. Die brauchte, glaubt, irgendwas von dem Zeugs, was ich jetzt mit habe. So, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich glaube, die ging auch lang genug. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wenn sie euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten, du siehst auch nicht schlecht aus, meine Dame. Aber es geht auch besser. Ja, das Gesicht ist nicht so schön. Jedenfalls, dürft ihr auch gerne kommentieren und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.